Was sind die größten Parteien im Bundestag? CDU, CSU, Platz 2 ist SPD, Platz 3 ist AfD. Das stimmt schon soweit. Allerdings sind das die drei gewählten größten Parteien. Die CDU, CSU, SPD und die AfD. Doch eine in Anführungszeichen Partei ist größer. Die Nichtwählerschaft gilt als größter Anteil der Deutschen. Eine einfache, stumme Mehrheit, die sich entweder aus der Politik zurückhalten will oder meist sagt, es läuft doch alles, ich hab keinen Bock drauf, ist mir doch egal, meine Stimme ist eh kaum was wert, warum soll ich dann wählen gehen? Das sind die sogenannten Nichtwähler. In verschiedenen Ländern auf der Welt gibt es eine Art Gesetz zur Wahlpflicht. So werden Menschen mehr oder weniger gezwungen, wählen zu gehen. Der Grund, warum immer weniger Jugendliche sich mit Politik beschäftigen, ist einfach nur, der ganze Kram ist zum Großteil kaum für jemanden verständlich. Warum soll man sich Parteiprogramme durchlesen, die total unverständlich verfasst sind? Warum sollten wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, wenn wir eh nicht viele Menschen mit unserer Meinung erreichen oder überzeugen können? Um diese Fragen lösen zu können, müssen wir uns eine weitere stellen. Wem gehört Deutschland? Genau diese Frage habe ich mal von meinem ehemaligen Sozialkundelehrer gestellt bekommen. Damals gehörte Deutschland den verschiedenen Kaisern und Königen. Heute sind wir eine parlamentarische Demokratie. In einer Demokratie ist es üblich, dass jeder das sagen und tun kann, was er sie oder es will. Es einfach nur, weil es ein drittes Geschlecht gibt. Somit wäre die Frage, wem gehört Deutschland, gelöst. Deutschland gehört dir, mir und allen anderen deutschen Staatsbürgern, die hier in einer Demokratie leben. Genau deswegen gibt es viele Menschen, die eine Wahlpflicht für sinnvoll halten. Denn eine Demokratie funktioniert nur, wenn das ganze Volk auch eine Meinung hat. Nein, das kann man nicht sagen. Denn eine Demokratie funktioniert nur, wenn das Volk auch ihre Meinung vertritt. Die Satirikpartei, die Partei, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und versucht, mit viel Humor an die Nichtwähler ranzukommen. Diese Partei setzte sich sogar mal für eine wahrhaftige Biersteuerbremse durch. Aber was nun? Kann man Menschen zu den Wahlen zwingen? Grundsätzlich in Deutschland nicht, das ist verfassungswidrig. Gezwungen werden kann niemand zu irgendwas. Aber eins kann man euch sagen. Für den Fall, dass ihr bei den nächsten Landtags- oder Bundestagswahlen wahlberechtigt seid, dann geht wählen. Das größte Beispiel für misslungene Wahlen ist das Land mit der präsidentiellen Demokratie. Damit meine ich die USA, in denen ein Mann wie Donald J. Trump Präsident wurde. Er hat die totale Kontrolle über alle US-Streitmächte und kann je nach Belieben Leute aus ihrem Amt entheben, wenn sie ihm nicht gefallen. Und sowas wäre in Deutschland nicht möglich. In den USA wäre eine Wahlpflicht tatsächlich denkbar, da man dort die Verfassung ziemlich schnell ändern kann. In folgenden Ländern ist eine Wahlpflicht bereits eingeführt worden. Ägypten, Australien, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Fidschi, Indonesien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Nordkorea, Peru, Türkei und Uruguay. Und zu allerletzt die Schweiz, in der man mit einer Geldbuße von 6 Schweizer Franken für die Nichtwahl bestraft werden kann. In Brasilien dagegen reicht es, wenn man einen Grund der Nichtwahl vorlegen kann. Die Fidschi-Inseln dagegen nehmen das sehr ernst, denn dort kann man für die Nichtwahl eine Haftstrafe bekommen. In der natürlich sehr ausgeprägten Demokratie Nordkorea war 2014 eine Wahlbeteiligung von 100% feststellbar. Dort wählten allerdings alle denselben Kandidaten. Kim Jong-un. In Österreich gab es von 1929 bis 1982 eine Wahlpflicht, die allerdings wieder nichtig gesprochen wurde. Was haltest du von dieser Wahlpflicht? Würdest du sie einführen? Lass mich das in den Kommentaren wissen. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Denn auf meinem Kanal geht es um Politik und die Gesellschaft. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.